Hallöchen, ich nehme mal etwas komplett Neues auf. Great Gianna Sisters DS. Ja, für den Nintendo DS, wer hätte es gedacht. Ich nehme ein New Player, wir nennen uns Pop Jop, ja genau, nie Jop Jop. Oh, ein Häuschen. Mit einem Kristallchen. Und eine der Sisters ist da. Knuddel, Knuddel, Truhe. Tss. Schlaf, schlaf, schlaf. Oh mein Gott, sie ist. Die Truhe ist böse und sie. Oh mein Gott, sie will sie auffressen. Oh, sie fährt runter in die unendlichen Leeren des Zimmers. Oh, und wir fallen hinterher. Oh nein! Wie traurig. Wir sind eine kleine Sister auf dem Weg in die Welt der Wunderbarkeiten. Ich habe es schon durchgespielt in den letzten beiden Tagen und ich muss sagen, dass mir schon lange kein Spiel mehr so viel Spaß gemacht hat. Ja, zum Springen benutze ich den A-Button. Mache ich. Ich habe das Original für den C64 mal gespielt. Wollte das eigentlich auch Let's Playen, aber das ist zu schwer. Ja. Okay, hier ist ein kleiner Ball. Damit verwandeln wir uns in Punk Gianna. Und ja. So ist das. Hier gibt es rote Edelsteine. In jedem Level gibt es eine bestimmte Anzahl von diesen Edelsteinen und zum Schluss gibt es dann in jeder Welt ein Bonuslevel dafür. Ich werde in jedem Level die Bonussteine einsammeln. Alle. Ja. Ob ich dann alle Bonusdinger mache, weiß ich nicht. Das erste Level haben wir schon mal fertig. Und das Wichtige ist hier unten so eine Pokaldinger. First Class. You completed the first level. Das erste Level haben wir geschafft und dann sind da noch so Sachen wie 5000 Diamanten sammeln, complete the last bonus level on the least last map, defeat 200 Monsters und so weiter und so weiter. Ist ja auch egal. Moment, ich muss mir was zumachen. So, okay, der Sound ging nicht weg, das ist gut. Jetzt sehen wir die Weltkarte. Erstmal sehen wir da halt die normale Karte von Level 1. Die Level sind nicht ganz so lang, aber recht verzweigt, wenn man die ganzen Edelsteine einsammeln möchte. Es ist jetzt auch nicht so schwer, was ich gut finde. Und außer die Bonuslevel dann zum Schluss, weil zum Schluss nach dem Endboss geht es irgendwie noch weiter und da ist das Level scheiße. Und dann das Bonuslevel muss man 32 Level hintereinander schaffen, ohne zu sterben. Was auch recht doof ist. Und ich wieder ran. Und für 100 so eine Dinger gibt es natürlich ein Leben und ja, das war's auch. Ich werde das Spiel durchspielen, ohne ein Game Over zu haben. Dafür gibt es nämlich auch einen Erfolg. Ist nicht schwer. Ich zeige euch nachher die Stelle, wo man ganz leicht die ganzen Leben herbekommt, die man braucht. Ja. Was kann man sonst zu dem Spiel noch sagen? Es ist damals auf dem C64 kam halt Great Gianna Sisters raus. Eine dreiste Kopie von Super Mario Bros. Die ersten beiden Level wurden eigentlich komplett 1:1 übernommen. Und seht ihr jetzt, man kann hier gegenspringen ganz oft und sowas. Und deswegen hat Nintendo die verklagt. Das Spiel durfte nicht weiter verkauft werden. Und es gab auch einen Nachfolger, der nicht veröffentlicht wurde. Oder unter einem anderen Namen, mit anderen Sprites wurde er veröffentlicht, weil Nintendo das verhindert hat, dass das Spiel veröffentlicht wird. Weil der Vorgänger halt von Nintendo auch und dann so Mario Kopie und so, obwohl es gar nicht mehr so Mario-mäßig war. Und jetzt kam halt ein offizieller Nachfolger für den DS raus. Oder jetzt, ich glaube vor ein paar Jahren, keine Ahnung. Kam halt einer für den DS raus, was ziemlich verwunderlich ist wegen Nintendo und so weiter. Aber egal, ich bin froh, denn das Spiel ist wirklich, wirklich gut. Und gehört eindeutig zu einem der besten Spiele auf dem DS. Wird auch ein bisschen länger sein, weil es gibt nicht wenig Level in diesem Spiel. Perfekt, ja, wissen wir sind jetzt perfekt. Hä? Achso, ihr habt gesehen, da die Einstellung mit den ganz vielen Diamanten davor stand, dass man für 100 Diamanten ein Leben bekommt. Da kann man eigentlich immer wieder reingehen, man bekommt immer mindestens ein Leben, wenn man da reingeht. Und so kann man sich halt die ganzen Leben, die man braucht, holen. Da, wenn da so ein Dicker drin ist, ist meistens sonst so ein Ball drin, der wird uns verwandeln. Die Dinger können wir nicht abschießen oder ja, drauf springen, um die zu töten.
Ist aber auch egal. Die Gene hat nur zwei Formen, die hier und die erste Form. Zum Anfang werdet ihr mich eigentlich nur in der hier sehen. Später nur noch in der kleinen Form. Aber das tut ja jetzt auch nicht zur Sache. Warum triffst du ihn denn nicht? So dumm. Hey, ich will ihn haben. Komm her. Kleiner Knutschball. Yay. Und bautz. Wir müssen erstmal in die Tür da reingehen. In dieses Zaubertor. Dann werden die teleportiert hier rüber. Und hier ist so ein Ding. Die Dinger hier sammeln keine Münzen ein, wie bei Mario manchmal der Fall ist. Ich weiß gar nicht, ob das schon immer so war bei Mario. Ich glaube, beim ersten war das auch noch nicht. Ist aber auch egal. Wir müssen jetzt hier nur durch und da oben ist schon wieder ein Diamant. Ey, meiner! Ja. Ich habe euch jetzt mit Wissen über das Spiel zugepumpt. Und ja. Ich kann euch ja sagen, ich habe Abi geschafft. Also nicht mehr ein Abi geschafft, sondern ich darf Abi machen. Darüber bin ich sehr glücklich. Deswegen folgen jetzt auch mehr Videos, weil ich keine Prüfung mehr machen muss und alles ist super. Ah, ist doch schön. Die Dinger fallen runter, egal, wenn die gehen nicht wieder zurück, wie bei Mario manchmal. Sondern fallen einfach runter. Perfekt, ja, wir wissen, dass wir perfekt sind. Yay, 8. Und aufpassen, nicht runterfallen. Bam, 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 bam. Alles kaputt machen. Ja, wir können hier runter gucken. Da geht's ja runter, oh mein Gott. Dann gehen wir doch mal runter. Bam, bam. Die großen Diamanten bringen 10 Diamanten und die kleinen halt ein. Ich werde ganz viele einsammeln heute, damit ich ganz viele Leben habe. Und ja, das ist auch der einzige wichtige Grund. Und ihr seht, es gibt zwei Bildschirme, wie beim DS der Fall ist, denn er hat zwei Bildschirme. Da geht es nicht runter, da bin ich einmal runtergesprungen. Ja, zwei Bildschirme unten, seht ihr zwei so eine kleinen Kreise, da kommt schon wieder was rein. Diese Blumen hier sind Checkpoints, da können wir wieder anfangen, wenn die sterben sollten. Was wir gleich werden, nein, werden wir nicht, das ist gut. Ja. Und das hier sind halt die Standardgegner eigentlich, die sieht man im ganzen Spiel und dann kommen noch später welche dazu und so weiter und so weiter. Yay, alle geschafft. Und wenn man alle gesammelt hat, wird die Fahne rot, vorher ist sie blau und ja. So, gleich nächstes Level gestartet, super. Oh mein Gott, es regnet, es gibt Wetter. Gab's beim WoW lange nicht. Aber hier gibt es sowas. Das begrüße ich. Ja, Gegner werde ich nicht alle töten. Ich werde sowieso die 5000 zusammenkriegen irgendwann. Doi, denn es gibt nicht wenig Gegner in diesem Spiel. Vor allem auch viele, die man nicht töten kann. Das hier und ich glaube noch einer, der fast genauso aussieht. Sind die einzigen Gegner, die man töten kann. Ich hoffe, ich schaffe das Level jetzt noch in der Zeit. Bam! Und wir... geh da rein! Weil auf einmal, ja Mann! Das Spiel für den C64 ist auch recht gut. Nur leider schwer. Und die ersten paar Level sind, glaube ich, genauso wie hier. Oder ungefähr gleich. Ich glaube, die ersten beiden... Nee, das erste Level ist auf jeden Fall gleich gewesen. Habe ich jedenfalls so in der Erinnerung. Moment. Uns fehlt ein Stein. Wieso fehlt uns ein Stein? Habe ich ihn da oben jetzt mitgenommen? Ja, habe ich. Wo ist mein roter Stein? Die sind übrigens nicht in den blauen versteckt, sondern da gibt es einzeln. Lass mich raten, hier oben irgendwo. Nee. Wo ist mein Stein? Wo ist denn der Stein hin? Scheiße. Ich bin im ersten paar Leveln hier. Komme ich nicht weiter oder wie? Ach, da ist er. Yeah. Wusste ich doch, hier ging es ja irgendwo runter. Stimmt. Und jetzt schnell das Level beenden, sonst haben wir keine Zeit mehr. Bam. In your face, Mann. Blümchen, ich kann das Spiel echt stundenlang spielen. Gestern habe ich dieses letzte Level da, das irgendwie nach dem letzten Endboss noch kommt, stundenlang probiert. Ich bin nicht weitergekommen, weil die Zeit dann um war und ich alles normal machen durfte. Hatte ich keine Lust mehr, habe ich ausgemacht. Ich habe jetzt schon, glaube ich, 10 Minuten oder sowas. Rennen! Kleine Sister. Ich weiß auch gar nicht, warum man hier nur eine spielt, weil sonst gibt es ja zwei.
Ist ja auch egal, wir sehen uns im nächsten Video, wir haben keine Zeit mehr.